Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Autoferie. Heute mit einem für mich persönlichen, wirklichen großen Highlight. Denn den hier wollte ich fahren, seit ich ihn gesehen habe. Unbedingt einmal erleben. Der neue Alfa Romeo Tonale. Ein super, super sexy Fahrzeug aus Italien. Und damit kommen wir auch schon zu den Fragen des Videos. Die da wäre, steht er nur so gut da? Sieht er nur so heiß aus oder kann er auch was? Und was kann das neue Motörchen, das mit dem 48 Volt Multihybrid-System nochmal einen großen Schritt weitergeht, als wir das derzeit so kennen? Wir legen aber ganz klassisch los mit dem Design. Wobei das auch nur ein kurzer Überflug wird. Und der Großteil dieses Überflugs wird sein, wow, schaut euch das an, das sieht so gut aus. Denn ich bleibe einfach dabei, optisch eines der heißesten Kompakt-SUVs, die man derzeit für Geld kaufen kann. Dann haben wir hier die Edizione Speciale, die es nicht mehr gibt. Es sei denn, man sieht beim Händler vielleicht ein. Ich werde aber später bei den Ausstellungen genau darauf eingehen, was die Speciale vielleicht hat oder auch nicht hat und was man generell jetzt beim Tonale beachten sollte. Angefangen mit dem Scudetto hier. Das ist in ein, zwei Versionen eben so schwarz-grau-anthrazit, in anderen eher so chrom-silbrig. Und ganz wichtig ist, diese Scheinwerfer mit diesen drei Us kommen nur mit den Matrix-LED-Scheinwerfern. Normalerweise hat er auch schon LED-Scheinwerfer, aber dann hat man hier so einen Zacken im LED-Tagfahrlicht. Wenn ich ihn kurz zusammenfassen müsste, würde ich sagen, es ist einfach ein geschrumpfter Stelvio, aber nochmal eine Ecke heißer, meiner Meinung nach, durch eben die kompakten Abmessungen. Dann mit der Speciale kamen diese schicken 20 Zoll Felgen. Prinzipiell das Felgendesign ist bei Alfa Romeo immer gleich, nur die Größe variiert von 18 bis 20 Zoll. Ganz nett finde ich auch immer mal wieder die italienische Flagge, die aufgenommen wird, und besonders toll finde ich, ich glaube man sieht es, die grüne Lackierung. Und ich bin der Meinung, den kann man sich auch gut in grün kaufen, denn das Design und die Farbe, das wird vermutlich sehr gut altern im Vergleich zu anderen Trendfarben, denn das ist keine super krasse Trendfarbe, aber eine sehr edle Farbe. Ich habe ihn auch schon mal blau gesehen, eine schwierige Geschichte, aber der sieht auch super gut aus in blau, und es gibt natürlich auch die Klassiker wie schwarz und grau. Und an dieser Stelle vielleicht ein kleiner Designhinweis, ob man jetzt hier glanzschwarz und getönte Scheiben hat, das hängt so ein bisschen von der Ausstattung ab, aber generell sind die Scheibenrahmen auch dunkel gehalten. Und hier geht es dann mit der heißen Optik weiter. Egal, wo man meiner Meinung nach auf dieses Auto drauf schaut, aus jeder Ecke, jede Kante, sieht für mich richtig gut aus. Also von vorne bis hinten ein sehr gelungener optischer Leckerbissen. Von den Ausstattungen her, die LED-Rückleuchten hier mit dem durchgehenden Lichtband inklusive dieser drei Wellen, die sind immer mit dabei. Nicht nur bei der Speziale oder in der höheren Ausführung, die gibt es immer. Das heißt, das Heck so gesehen immer in diesem Bereich. Und dann haben wir hier mit der Speziale noch mal ein bisschen dunkelgrau aufgenommen. Was ich loben muss, ist die Heckscheibe. Denn obwohl es bei den Kompakt-SUVs immer so ein bisschen kritisch ist mit der Sicht nach draußen, haben sie das irgendwie architektonisch so hinbekommen, dass das zum einen gut aussieht und zum anderen, dass man als Fahrer auch noch was raussieht. Dann kommen wir zum Kofferraum. Da haben wir hier mit der Speziale die elektrische Heckklappe. Da komme ich gleich bei der Ausstattung noch dazu. Ich habe wieder die Peak Design Produkte von Enjoy Your Travel eingeladen, die uns zur Verfügung gestellt worden sind. Da sieht man vielleicht auch, wie kompakt die Tonale eigentlich wirklich ist. Das heißt, einmal 65 Liter Duffel, nochmal 65 Liter Duffelbag und hier kleiner 30 Liter Rucksack. Sowie, ich habe mal mein Sommer-Equipment mit dabei. Und zwar hier meine, ich nenne sie mal Fanny Pack. Kann man sich hier so rumschnallen. Offiziell heißt sie Field Pouch V2. Die man von 1 bis 3 Liter mit diversen Sachen vollstopfen kann. Ich habe die hier noch so abgegradet über einen dickeren Kameragurt, dass wenn man da ein bisschen mehr drin hat, dass das angenehmer zum Tragen ist. Wer dazu mehr wissen möchte, der findet unten in der Videobeschreibung direkt einen Link zu Enjoy Your Travel mit allen Produkten und noch viel mehr, die die anbieten. Dann weiter mit dem Motor, der übrigens auch mit Haubenlift kommt. Heißt, wir haben hier den 130 PS Benziner mit 48 Volt Mildhybrid. Zum Mildhybrid komme ich gleich noch, beziehungsweise exzessiv beim Fahren. 130 PS, 240 Newtonmeter Drehmoment mit 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe und dann bringt das Multihybrid-System nochmal 15 kW bzw. 55 Newtonmeter dazu. Dabei spricht man von einer P2-Konfiguration. Heißt, es ist nicht mehr irgendwo hier so angeflanscht, sondern sitzt direkt am oder im Getriebe. Das kann ich noch nicht ganz rausfinden. Aber dadurch haben wir keine klassischen 48 Volt Multihybrid-Themen wie Start-Stopp, geht länger oder sonst was, sondern wir haben auch teilweise im Bereich von Vollhybride elektrisch fahren, elektrisch anfahren, elektrisch rollen und sehr lange,
sehr lange im Start-Stopp bleiben. Das heißt, das hier ist wirklich der nächste Step, der mit dieser leichten Elektrifizierung möglich ist. Dann weiter mit dem Ford. Tür geht relativ weit auf, nicht komplett 90 Grad, aber relativ gut. Und einladen, ja, ist ein bisschen sportlicher, aber ist immer noch okay. Einstieg ist auch bequem. Die Sitzfläche ist vor allem gefühlt etwas höher, sodass ich A, höher sitze, was jetzt natürlich den Nachteil hat, dass ich fast im Dachhimmel drin bin. Knapp 1,5, 2 Finger sind noch dazwischen. Aber es ist so eine Art Theaterposition, wodurch ich irgendwie angenehme Sitze hier für Kompakt-SUVs. Hinter meiner Fahrerposition von 1,80 Meter habe ich knapp noch bis zum Knöchel an den Fingern Platz. Würde also auch noch gehen. Und von den Materialien, das ist harter Kunststoff, aber nicht unangenehm hart. Dann haben wir hier ein bisschen Dekor und der mittlere Teil ist weich gestaltet, sowie auch die Armlehne mit Türgriff. Und dann, ja, geht eigentlich nur noch eine 0,5 da unten rein. Mehr passt so nicht. Dann haben wir hier noch zwei Ausströmer für die Zwei-Zonen-Klima, USB-C und USB-A zum Aufladen. Und das war es dann auch schon, aber auch einen relativ flachen Mitteltunnel. Und hier die Armlehne mit zwei Becherhaltern und einem sehr großen Telefonhalter in der Mitte sowie die Durchreiche. Und ich rutsche einmal rüber. Das geht auch noch, aber es fühlt sich auch wieder so ein bisschen. Ne, hier ist sogar ein bisschen mehr Platz am Kopf. Es würde auch noch gehen, zumindest für eine kurze Strecke. Sitzfläche sehr weich, Rückenteil eher hart. Und ihr seht vielleicht auch so ein bisschen das Problem. Es ist ein bisschen dunkel hier hinten. Dann weiter mit dem Cockpit. Auch hier ist der Einstieg meiner Meinung nach sehr angenehm, aber auch ein bisschen sportlicher. Und hier muss ich einfach mal direkt sagen, hier geht es weiter mit den Dingen, die mir gefallen. Denn das Cockpit ist ein bisschen typisch Alpha, ein bisschen neuzeitlich, aber vor allem eines wunderbar durchdacht, sehr schön anzusehen und meiner Meinung nach auch eines der besten Cockpits, die man derzeit in diesem Segment erwerben kann. Denn wir haben einen guten Mix aus Knöpfen und Touch. Dabei ist das, was mir persönlich sehr gut gefällt, Touch-Display nicht immens groß angeschwollen, sondern mit knapp 10 Zoll sehr angenehm hier eingegliedert. Auch wenn es hier drin aufgesetzt ist. Und dann haben wir hier noch die digitalen Anzeigen mit 12,3 Zoll. Was ich persönlich sehr schön finde, ist das Ambientelicht. Ist zwar überwiegend nur hier vorne im Armaturenbrett zu sehen, aber ist mal ein sehr schönes, dezentes Ambientelicht. Wird dem einen oder anderen wahrscheinlich zu wenig sein, auch die Farbauswahl. Aber ich finde, es passt sehr gut hier zum Ambiente rein. Weiter geht es dann natürlich auch mit den Materialien. Hier vorne ähnlich wie hinten, aber auch dann ist es von den Türen wieder weich beledert. Da geht dann auch eine 0,5 problemlos rein. 1 Liter stellt man sich als Fahrer schwer an, als Beifahrer kann man das vielleicht mal machen, aber als Fahrer ist es ein bisschen tricky. Haben wir hier zwei Becherhalter, hier eine große Ablage mit einer induktiven Ladeschale und hier eine relativ kleine Ablage. Handschuhfach ist ziemlich groß, also da kann man auch noch mal ein bisschen was verstauen, aber ich finde, von Verstauungsmöglichkeiten her gibt es Fahrzeuge, die da ein bisschen mehr bieten. Aber nach wie vor, es ist ein guter Mix. Es ist also das Cockpit, es gefällt mir einfach rundum gut. Denn auch hier kommt wieder die kleine italienische Flagge so ein bisschen hervor. Wo wir vielleicht gleich noch drüber sprechen müssen, sind die Pedale hier hinterm Lenkrad. Aber bis dahin gehen wir nochmal hier so ein bisschen durch. Das ist leicht weich hier. Das ist ähnlich wie in den Türen, aber eben nicht unterfüttert. Aber vom Material her ähnlich und auch sehr schön mit den Nähten. Und dann haben wir hier wieder das Dekor. Und auch die Sitze sind sehr bequem, denn wir waren mit dem Wagen auch mal wieder ein bisschen länger unterwegs, längere Strecken am Stück. Und es gibt hier keine Ermüdungserscheinungen. Die Sitzposition ist sehr angenehm. Ich bin jetzt so weit unten, wie es irgendwie geht und habe dadurch noch eine relativ sportliche Sitzposition und fühle mich da vielleicht auch vom schwarzen Dach nicht so eingeengt. Wer etwas kleiner ist, der muss natürlich etwas höher sitzen dadurch und dann wird das vielleicht etwas enger. Dann fasse ich eben mal ein bisschen die Ausstattung zusammen. Die Speziale war das Launch-Modell. Die gibt es jetzt nur noch meines Wissens nach für den Plug-in-Hybrid. Und die war preislich ziemlich attraktiv, ging nämlich bei 39.000 Euro los und hatte einiges mit dabei. Aber ist hinfällig im Moment. Dementsprechend gehen wir den anderen Zettel durch. Und zwar die Ausstattungsübersicht mit Stand September 2022, also Preis ist September. Generell serienmäßig ist auch schon viel mit dabei. 6 Airbags, LED-Lichtsignatur hinten,
das 12,3 Zoll Fahrerdisplay, der 10,25 Zoll Touchscreen und 4 Jahre Garantie ohne Kilometerbegrenzung. Die Speziale hatte beispielsweise 5 Jahre Garantie. Beim Super, also die absolute Basis, ist aber auch schon Voll-LED mit dabei. Die Radhäuser sind allerdings unlackiert, nicht so wie bei uns jetzt hier in Glanzschwarz. 18 Zoll Leichtmetall, frequenzselektive Dämpfer, Nero-Sitzbezüge und Kunstleder-Armaturenbrett. Wichtig zu wissen, der Super hat eigentlich kaum Möglichkeiten, irgendwelche Upgrades reinzuhauen. Heißt, der ist eigentlich so, wie man ihn dann auch bestellt. Groß Möglichkeiten, Optionen reinzuhauen, hat der nicht. Der Sprint hat das allerdings und da kommt dann das Scudetto, wie vorne außen gesehen, in diesem dunklen Anthrazit und die Nero-Sitzbezüge mit roten Ziernähten. Der TI kommt dann mit dem Scudetto in Alu-Optik, 18 Zoll Bicolor-Felgen und Stoff-Kunstledersitzen. Der Veloce kommt dann mit Scudetto auch wieder in Dunkelanthrazit, 19 Zoll Leichtmetallfelgen, getönten Scheiben, aktive Dämpfer und Alcantara Kunstledersitz mit roten Ziernähten. Optionen wären dann das Premium-Paket mit Leder-Kunstleder, Sitzheizung, Ventilation vorne. Also wir sprechen hier von einem Kompaktfahrzeug, das Sitzventilation vorne hat, was wir auch hier haben. Ziemlich edel, also da können nicht viele mithalten und es haben ein Kanon-Soundsystem. Winterpaket ist selbsterklärend, Vordersitze beheizbar, Lenkrad beheizbar, beheizte Wischdüsen. Heißt, prinzipiell gesehen war der Speciale wirklich der beste Deal, den man wahrscheinlich beim Tonale je bekommen könnte oder bekommen hat. Jetzt prinzipiell würde ich sagen, hängt so ein bisschen davon ab, möchte man einfach nur das Auto, dann würde ich sagen, super reicht, ohne große Optionen, aber wenn man irgendwie was haben möchte, was aus den Paketen rauskommt, muss man zwangsläufig schon Richtung Sprint gehen. So, probieren wir mal, ob das funktioniert, was ich euch jetzt hiermit zeigen möchte. Wahrscheinlich nicht ganz so gut. Ich fahre elektrisch in einem 48 Volt Mildhybrid. Theoretisch geht das Ganze bis plus minus 30 km/h ohne Probleme, wenn der Akku entsprechend voll ist. Also jetzt bin ich gerade nur so bei Viertel voll, aber theoretisch, wenn er 80-100% voll ist, kann man wirklich relativ lange damit rein elektrisch fahren. Und ich meine damit wirklich fahren. Nicht nur bei 30 km/h, auch beispielsweise 80 km/h fahren geht damit. Wobei mit 80 km/h fahren nicht bis 80 km/h beschleunigen, sondern 80 km/h halten gemeint ist. Und das hat mich bei diesem Wagen schon extrem beeindruckt. Also diese P2-Konfiguration hat es wirklich in sich. Und ganz ehrlich, mich würde es nicht wundern, wenn hier eine Adaption des Systems drin steckt, was ich euch, glaube ich, 2019 bei der Conti Tech Show gezeigt habe. Das 48 Volt Mildhybrid-System konnte noch ein bisschen mehr, aber das hier in Serie kommt dem schon ziemlich nah mit dem rein elektrischen Anfahren, dem rein elektrischen Fahren, dem sehr langen Start-Stopp und woran man vielleicht auch noch an andere 48 Volt Mildhybride unterscheiden kann, er kann auch ohne Motor bremsen. Das heißt, normale 48 Volt Mildhybride, die können vielleicht segeln ohne Motor, aber sobald man über 3% Bremse drauf gibt, springt der Motor wieder an. Hier geht der elektrische Bremskraftverstärker komplett auch darüber. Heißt, ich kann von theoretisch Landstraßengeschwindigkeit, wenn er ins Segeln reingeht oder Motor ausmacht, komplett auf Null bremsen, ohne dass der Motor einmal wieder angeht. So, jetzt halten wir die 60 ganz komplett elektrisch. Mal schauen, wie lang. Das geht nämlich doch durchaus länger als bei konventionellen 48 Volt. So, jetzt springt er wieder an. Aber ich glaube, ich habe kurz auf dem Gaspedal gezogen. Und das Ganze geht auch beim Tempomat. Heißt auch, wenn man den Tempomat aktiviert, kann er elektrisch fahren, elektrisch rollen, elektrisch anhalten. Und auch das, glaube ich, kann kein 48 Volt Mildhybrid-System bei anderen Fahrzeugen. Und wir sprechen hier von einem italienischen Hersteller. Normalerweise würde man sowas eigentlich ja von einem super duper deutschen Premium-Hersteller erwarten. Nee. Es kommt von Alfa und es kommt richtig, richtig gut. Das heißt, auch beim Verbrauch steht er richtig gut da. Insbesondere in der Stadt mit grüner Welle 3 Liter. Das ist schon fast lächerlich für diese Fahrzeugklasse. Und da kommt auch ein Vollhybrid nicht arg viel besser voran. Heißt allerdings auch grüne Welle. Kommt mehr Staume zu, ist man so mit 5, 5,5 Liter unterwegs. Und das ist dann ja so im Bereich konventionelle Fahrzeuge, würde ich das mal sagen. Aber auch im Bereich Autobahn, und da kippt das Ganze dann wieder, ist er extrem effizient unterwegs. Heißt, wir waren die längeren Touren unterwegs bis 150 km/h. Das heißt, wir haben einen Schnitt
deutlich über 100 km/h erreicht, 111 glaube ich. Und dann 6,5 Liter, hallo. Also das kann sich wirklich sehen lassen, denn da weiß ich, sind andere Fahrzeuge in dieser Größenkategorie definitiv über 7, vielleicht sogar im Bereich von 8 Litern. Der 0,77 Kilowattstunden Akku sitzt übrigens hier, also unter dieser Mittelkonsole. Heißt, man hat auch keine Einbußen beispielsweise beim Kofferraum. Die könnten dann eventuell erst mit dem Plug-in-Hybrid kommen, habe ich mir aber noch nicht ganz angeschaut. Aber ihr habt den Kofferraum ja gesehen, wie viel Platz da drin ist. Also dieses Mild-Hybrid-System muss ich wirklich 100 Punkte geben. Besser geht es im Moment mit 48 Volt in Serie nicht. Denn wir haben neben diesem ganzen elektrischen Fahren auch noch ein paar andere coole Geschichten. Und zwar Torque-Fill. Also die Drehmomentlücke, die wir haben, bevor der Turbo wirklich entsprechend hochgedreht hat und uns nach vorne schieben kann. Und das macht er insbesondere bei leichten Gasstößen extrem gut. Bei schnellen Gasstößen, da komme ich gleich später noch dazu, anderes Thema, aber bei leichten Gasstößen sieht man auch hier, er greift voll auf den kleinen P2 Mildhybrid zu. Also die vollen 55 Newtonmeter, 15 kW kommen zum Einsatz, um diese Lücke. Und es kommt meistens so zwischen 1500 bis 2300 Umdrehungen zum Einsatz, so dass wir ein sehr lineares Kraftentfaltungsband in diesem Bereich haben, wo normalerweise der Motor wahrscheinlich, also der Motor per se, ist echt nicht schlecht. Aber hätten wir dieses Mildhybrid-System dann nicht, wäre gerade so in diesem Drehzahlbereich vielleicht so ein leichtes Warten notwendig. Und das ist damit nicht mehr notwendig. Also das macht er wirklich sehr gut. Diese Überbrückung von Turbo ist noch nicht ganz da, zu Turbo ist da, über den Mildhybrid ist extrem gut. Vom allgemeinen Voreindruck her, ich vergesse schnell in diesem Fahrzeug, dass wir 20 Zoll Räder drauf haben. Ich würde jetzt nicht sagen, dass er mit den 20 Zoll Rädern irgendwie super unangenehm ist. Also wir haben jetzt hier die perfekte Straße. Ja, ich merke die ganzen Querrinnen, aber es gibt definitiv Fahrzeuge in dieser Klasse, die mit selber Bereifung, also Winterreifen ist ja sowieso so ein anderes Thema, härter unterwegs wären. Heißt, er sieht extrem sportlich aus, aber er fährt sich überwiegend komfortabel. Dazu kommen wir gleich noch zu ein paar Ausnahmen. Eine davon wäre die extrem knackige, super zackige Lenkung. 13,6 zu 1 ist, glaube ich, laut Alpha sowieso, aber auch im Segment die knackigste und direkteste Übersetzung bei Kompakt-SUVs von der Lenkung. Das spürt man auch. Es ist jetzt in den Modi der DNA in Neutral und Advanced Efficiency ein bisschen softer, aber in D ist es wirklich super knackig. Und was ich nach wie vor loben muss, ist das Cockpit-Gefühl. Also ja, es ist eine verhältnismäßig, wahrscheinlich wird man es auf der Kamera sehen, dunkle Höhle. Aber ich fühle mich hier sehr schön eingekuschelt. Die Sitze umgreifen einen schön. Die Sitzposition ist für ein solches Fahrzeug extrem gut. Sehr sportlich verhältnismäßig. Und auch die Übersicht ist gut. Also der Fokus liegt eigentlich vom Größenverhältnis ganz klar auf dem Fahren. Heißt, ich habe ein relativ im Verhältnis sportlich großdimensioniertes Lenkrad, aber eine relativ kleine Anzeige hier in der Mitte. Das habe ich schon betont. Ich finde diese Aufteilung, so wie sie ist, gut. Ich möchte jetzt in diesem Fahrzeug auch nie irgendwie ein 13, 14, 12 Zoll Touchscreen hier in der Mitte haben. Denn das würde das ganze Verhältnis komplett zerstören. Zum einen die Optik auch zerstören, aber auch das Verhältnis von, es geht hier ums Fahren und nicht ums Rumtouchen. Das wäre da ein bisschen kaputt. Und in dieser Lage, also schöner und besser kann man es derzeit eigentlich nicht machen. Andere gehen andere Wege und sagen, nee, unsere Kunden brauchen 14 Zoll Touchscreens und 8 Zoll Lenkräder. Dementsprechend finde ich diese Aufteilung mal eine schöne Abwechslung. Jetzt bin ich aber fertig mit der Lobhudelei über den Motor und habe an Alfa Romeo eine Frage. Warum? Diese Optik von diesem Fahrzeug, die möchte eigentlich ganz klar die Cupras, die Rs und die Ss dieser Welt ärgern und sagen, guck mal hier, ich sehe A viel besser aus und ich bin auch E viel besser. Und dann steigt man hier ein und dann merkt man, ja, ich weiß ja nicht, also vom Motor wäre da noch ein bisschen Potenzial da. So gut dieser Motor ist, so effizient und so weiter, so frage ich mich doch,
warum baut man so ein heißes Gefährt und macht dann so einen, sorry, aber Ökomotor rein? Ich weiß, es muss leider sein. Ansonsten könnte dieses Auto wahrscheinlich gar nicht mehr existieren. Aber es wäre schon schön, wenn man einen QV draus macht. Muss gar nicht 250 oder sonst was PS sein. 180 würde mir, glaube ich, schon reichen. Ein so ein schöner 1,6er Turbo. Ich glaube, der wird dem Wagen hier richtig gut tun. Denn ich habe auch manchmal so ein bisschen Unverständnis von diesen Schaltwippen. Jetzt, klar, ist natürlich wieder der Vorführeffekt. Aber was ich meine, es gab Momente, wo wir dieselbe Idee hatten. Wir sagen, okay, hier will ich jetzt schalten. Und ich schalte und es kommt dieses Geräusch. Und er hat aber in dieser selben Blitzsekunde schon geschaltet. Und ich finde es ein bisschen so nach dem Motto, Edge Badge, ich wusste besser, was Sache ist. Und ganz ehrlich, dann lass doch einfach den Gang drin und lass den Ton weg und lass den Fahrer in dem Wissen, dass er der große Held ist. Sagen wir mal so. Aber dieses Besserwisserisch, so nach dem Motto, nein, ich habe ihn schon vor dir gewechselt. Das finde ich ein bisschen frech, ehrlicherweise manchmal. Und dann haben wir jetzt hier auch Schaltpedal, die, selbst wenn ich jetzt hier in der manuellen Gasse bin, nicht 100% immer das machen, was ich gerne hätte. Und dabei sind es nicht mal super dumme Aktionen, sondern auch manchmal so Aktionen, wo ich denke, also eigentlich sollte das jetzt hier gehen. Heißt in Kurzform, die Optik ist wunderbar sportlich, das Fahrwerk, alles gibt es dafür her. Es wäre ein leichtes, einen QV hier draus zu machen. Man muss eigentlich nur da vorne den einen Motor raus und den neuen Motor reinschmeißen. Dann ist das Thema wirklich erledigt. Auf der anderen Seite, er hat die größten Schaltpedal, die man in dieser Klasse irgendwie bekommen kann. Überall sind sie und sie fassen sich auch sehr gut an. Nur es ist halt nicht immer ganz der Vorführeffekt. Ich hasse den Vorführeffekt, denn jetzt macht es natürlich genau das, was ich auch möchte. Schön finde ich auch, dass wir hier nach vorne runterschalten und nach hinten hochschalten. So wie sich das gehört. Und was ich auch mit dem Schalten meine, ich finde es schön, dass Alfa Romeo sie reinpackt, einfach aus optischer Natur. Aber manchmal hängt es halt auch so ein bisschen mit dem Motor zusammen. Es ist nicht so, dass der Schaltvorgang ist super schnell irgendwo drin. Nur dann schalte ich runter und weder an der Drehzahl noch an der Geschwindigkeit tut sich groß was. Das ist so ein bisschen das, was ich meine. Der Motor ist genial, super effizient, wahrscheinlich auch die beste Wahl für 95% der möglichen Kundschaft, denn die fährt eigentlich primär eher unsportlich durch die Gegend. Aber der andere Teil, der sich den Tonale prinzipiell vielleicht auch so ein bisschen wegen der Optik angeschaut hat, er wird sagen, so ein paar PS fehlen mir. Ich drehe voll rein, er dreht hoch, aber Großgeschwindigkeitszunahme, der ist leider nicht da. Auch hier haben wir noch so ein bisschen Unterstützung durch den Mildhybrid, auch bis in die fast in die hohen Drehzahlen rein, was das Ganze noch ein bisschen besser werden lässt. Und ich meine, man merkt es hier vom Fahrwerk, rüttelt und schüttelt und büttelt, aber er geht trotzdem vorwärts. Also das Potenzial für ein richtig sportliches Kompakt-SUV ist definitiv da. Man muss nicht groß was machen. Sie haben ihn schon wirklich gut hinbekommen. Es ist die Kleinigkeit, die mich bei dem Wagen stört. Und es ist auch nur die Kleinigkeit, die in 3% der Fälle, wenn man mal eine schöne Landstraße gefunden hat, stört. Ansonsten überzeugt er einfach durch eine hohe Ruhe und vor allem durch diesen ziemlich intelligenten P2 Mildhybrid. Dann zum Abschluss mit der Assistenz und da muss ich leider kurz einhaken, das scheint mir so ein bisschen Schönwetterassistenz zu sein, denn die ist uns leider mehrmals bei Regen/leichtem Regen ausgefallen mit Warnfunktionen und dementsprechend steht auch derzeit noch im Raum, ob euch das Matrixlicht zeigen kann, denn die Kamera da oben, die möchte eigentlich, dass permanent jemand ein Mikrofasertuch darüber wischt. Aber positiv finde ich beispielsweise der Lane-Assistent, der von der Zündung an aktiv ist, der lässt sich hier einfach am Blinkerschalter direkt aktivieren und deaktivieren. Was andere Fahrzeuge ja nur noch hier irgendwo im Touchscreen drin haben. Dann aktiviere ich den einmal. Und der holt uns eigentlich relativ schnell zurück. Also ja,
kann sich sehen lassen. Heute guter Tag für die Assistenz. Dann habe ich mehr Assistenz auf dem Knöpfchen. Da kann ich wählen zwischen einem ganz normalen ACC und in 10er oder einzelner Schritten gehen. Dann schauen wir mal hier den Berg runter. Lädt er dann auch den Mildhybrid und bleibt, okay, 71, aber 70. Und wenn ich dann noch einen Schritt weiter gehen möchte, ist die Frage, ob ich das jetzt hier, so, das ist auch ganz, das, also die Verkehrszeichenübernahme geht auch beim ganz normalen ACC, so, aber halt eben nur, wenn er das Schild erkannt hat. Jetzt machen wir hier gleich das nächste, zack, und dann müssen wir einmal drücken und dann kann ich auch hier gleich die Lenkkorrektur mit einstellen. Da muss er kurz warten, bis er beide Streifen hat. Der eine, so, und jetzt hat er auch beide Streifen. Das Ganze funktioniert dann auch im Stau und da muss ich sagen, das macht er ziemlich gut. Kann da ziemlich gut helfen, entlastet dann ein bisschen. So, hier, ui, das ist eine heftigere Kurve. War jetzt vielleicht auch ein bisschen unfair, weil da hat die Linie ein bisschen aufgehört und er hat gern beide Linien. Aber an und für sich hält er einen konsequent mittig. Und immer wenn er merkt, okay, ich bin mir nicht ganz sicher, dann sieht man vielleicht auch so ein bisschen, geht er vom Gas. Was ich schon eine gute Option finde, anstatt einfach aufzuhören zu lenken oder beziehungsweise zu unterstützen. Ich glaube, hier und da hat man schon rausgehört, würde Alfa Romeo davon eine Sportversion machen, wäre ich ziemlich schnell dabei. Es ist meiner Meinung nach derzeit das sexiest Kompakt-SUV alive, wie man wohl sagen würde. Er gefällt mir richtig gut, auch in diesem Grün und gerade auch innen. Eigentlich ist bei diesem Fahrzeug alles wunderbar top. Nur die Optik verspricht mehr, als der Motor am Ende leider liefert. Und das war's dann auch schon mit dem Video zum Alfa Romeo Tonale und das Wort geht wieder an euch. Was haltet ihr von diesem Kompakt-SUV in Grün mit 130 PS? Seid ihr der Meinung, wie ich, die Optik verspricht deutlich mehr, als am Ende der Fahreindruck so ein bisschen hergibt? Oder sagt ihr, nee, so viel Leistung brauche ich gar nicht, aber die sexy Optik gefällt mir auf jeden Fall ganz gut. Diskutiert los, wir mischen sehr gerne wieder mit und in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und gerne bis zum nächsten Mal.